Schwimmen, Radfahren, Laufen. In dieser Reihenfolge wurden die klassischen Triathlon-Disziplinen von über 70 Teilnehmern beim Kindertriathlon in Christkirchen bewältigt. Am Gelände des Freibades organisierte die Christkirchner Sportunion das Spektakel für Kinder von 6 bis 15 Jahren. Je nach Altersklasse waren die Streckenlänge und der Streckenverlauf unterschiedlich vorgegeben. Die Leistungen der jungen Athleten waren jedenfalls beeindruckend. Die Leistungen waren sicher ansprechend und für uns ist der Cup eine ganz wichtige Sache. Wir haben ja schon die ersten Früchte. Ich erinnere da nur an Gerald Horvath, der derzeit im Weltcup unterwegs ist und um Olympiaticket kämpft. Ich erinnere an Michaela Reichert, die zweifache Europameisterin im Nachwuchsbewerb, oder die Barbara Nissl, ebenfalls zweifache Europameisterin. Das sind lauter Produkte aus unserem oberösterreichischen Bauer Kids Cup, lauter oberösterreichische Athletinnen. Und so gesehen ist der für uns ganz wichtig, um für den nötigen Nachwuchs im oberösterreichischen Triathlonsport zu sorgen. Trotz der großen Hitze waren die Teilnehmer zu Höchstleistungen bereit. Auffallend war, dass überwiegend Mädchen an dem Bewerb teilnahmen. Es war der Wahnsinn, weil ich bin sonst immer Zweite geworden und heute war es einfach, weiß nicht. Was war denn am anstrengendsten? Saalfahren, weil das bin ich eigentlich nicht gewohnt, da habe ich eigentlich immer die schlechtere Zeit, aber heute habe ich, glaube ich, beim Schwimmen auch ein bisschen mehr Zeit wie sonst, weil, ja. Ich sage, wir wünschen ihr alles Gute, weil man sieht, es ist immer nur Zweite und ich habe es so verkannt, dass es heute einmal gewinnt, das war ein Wahnsinn, aber bei den Temperaturen ist es einfach gigantisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Was war denn am schwierigsten oder am anstrengendsten? Rennen. Ja. Das geht gescheit auf die Füße. Ja. Wie viel da bist du war? Du hast ja schon eine Medaille umgehängt. Ja, das hat jeder gekriegt für die Startnummer und ich bin Zweiter geworden. Und du? Ich bin anscheinend Fünfter geworden. Ja, wir haben ca. um die 80 Teilnehmer gehabt beim Kindertriathlon. Es ist wie in die letzten Jahre und uns freut besonders, dass die Teilnehmer von ganz Österreich da gewesen sind. Die Veranstaltung hat dank der Mitarbeiter, sprich Rotes Kreuz, Gendarmerie, Feuerwehr und den Sponsoren wie Sparkasse und IGW, die hat wirklich funktioniert, teilweise funktioniert, muss man sagen. Bei der abschließenden Siegerehrung erhielten alle Teilnehmer eine Urkunde und die jeweils drei Bestplatzierten einen Pokal. Die meisten sind beim nächsten Triathlon bestimmt wieder dabei und trainieren fleißig, um eines Tages zu den ganz Großen zu gehören.